Moin Moin aus Hamburg. Nach dem ersten Halbfinalspiel der Herren zwischen Weißenfels und Dresden sprechen wir mit Jens Schütze von den Eagles. Ja, am Ende war es relativ deutlich. 6:23 musstet ihr euch geschlagen geben. Habt ihr euch das so ausgerechnet? So haben wir es uns natürlich nicht ausgerechnet. Es war, dass ein schweres Spiel gegen Weißenfels ist. Wir haben auch in der Saison zweimal verloren, deutlich verloren. Trotzdem wollten wir natürlich keine 23 Tore bekommen, sondern es sollte natürlich schon etwas knapper ausfallen, aber wenn wir dann geschlossen nur mit 50% spielen, was die meiste Zeit der Fall war, dann passiert natürlich so ein hohes Ergebnis und Weißenfels ist verdient weitergekommen. Wir haben bei Weißenfels auch einige wichtige Spieler, Thomas Händler zum Beispiel, fehlt Robert Brückner. War das vielleicht noch ein Fünkchen Hoffnung, dass ihr gesagt habt, wenn da die wichtigen Leute fehlen, dass wir da vielleicht noch eine Chance haben? Naja, also für uns gar nicht, weil wir wissen, Weißenfels kann das kompensieren mit anderen Spielern. Wir hatten genauso Ausfälle mit Horak, der sich einen Arm gebrochen hat letzte Woche, oder Tuschek, der nicht mitkommen konnte, arbeitsbedingt jetzt. Das macht nichts aus. Da stehen andere Spieler auf dem Platz, die können genauso ein Ball spielen. Und hat man gesehen, die jungen Leute sind gut drauf und können Tore schießen und Ball schnell spielen. Wir wissen ja, dass das diesjährige Final Four letztmalig im Mai stattfinden soll. Wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, eure Bundesliga-Saison war ja schon vor knapp 3 Monaten beendet. Ist das ein Fakt, der auch dagegen spricht, das im Mai auszutragen? Ja, richtig. Für uns war es schwer. Also 2 Monate quasi nur Training. Wir mussten uns quasi fit halten, nur für heute. War natürlich manchmal schwer im Training, da die Konzentration hochzuhalten. Nächstes Jahr sieht es dann besser aus, dass der Spielplan enger ist. Und du hast ja jetzt schon angesprochen, ihr wart nicht ganz drin im Spiel oder nur 50% Leistungsfähigkeit abgerufen. Was genau hättet ihr besser machen müssen heute? Ja, einfach zu statisch. Weißenfels hat uns einfach überrannt. War schneller mit dem Ball. Ist klar, dass wir vielleicht technisch nicht so versiert sind wie Weißenfels. Aber trotzdem müssen wir versuchen, schneller am Gegner ranzulaufen, den Ball hinterher zu laufen. Und da war einfach, hat etwas die Einsatzbereitschaft gefehlt. Okay. Wir danken trotzdem an dieser Stelle für das Statement unmittelbar am Spiel. Die Saison ist hiermit nun offiziell beendet. Wünsche euch eine schöne Erholungspause und bis nächstes Jahr, Saison 2012-2013. Ja, danke. Euch auch noch viel Spaß. Ciao. Dann tschüss aus Hamburg und sehen uns gleich wieder zum zweiten Halbfinale. Bis dann.